Nur Nominallohnanstieg im ersten Quartal 2024. Was bedeutet das für eine Rentenerhöhung im Jahr 2025? Mein Name ist Peter Knöppel, ich betreibe den Kanal. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das Bundesamt für Statistik hat es uns bekannt gegeben. Wir haben eine Nominallohnerhöhung im ersten Quartal 2024 um 6,4% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das ergibt sich aus einer Pressemitteilung vom 29. Mai 2024 vom Destatis. Was bedeutet das jetzt für die Rentenerhöhung 2025? Ich muss es Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß es in keinster Weise. Also ich kann da auch nur spekulieren. Die Nominallohnentwicklung ist nicht ausschlaggebend für die Rentenwertentwicklung, sondern die Lohnentwicklung nach der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Und das ist eine andere als die Feststellung der Nominallöhne in Deutschland. Natürlich ist es so, wenn die Löhne steigen, und das deutet sich ja hier an im Jahr 2024, wenn die Löhne steigen, dann wird es eine Rentenerhöhung geben. Ich gehe mal in der Bandbreite davon aus, 3 bis 5%, so wie in diesem Jahr. Aber wir müssen natürlich die anderen Quartale auch noch abwarten. Wir stehen ja jetzt erst am Anfang des Jahres 2024 mit der Auswertung der Statistiken, sodass wir uns jetzt also sozusagen an sich noch gar keinen Kopf darüber machen müssten, wie hoch eventuell eine Rentenwerterhöhung im nächsten Jahr 2025 aussieht. Deshalb können Sie gerne weiter spekulieren. Ich werde da erst zu gegebener Zeit Ende des Jahres vielleicht nochmal wieder was dazu sagen. Fakt ist auf jeden Fall eins, die Reallöhne sind auch gestiegen. Das heißt also, der Nominallohnanstieg wurde nicht durch die Inflation aufgefressen, sondern es bleibt bei den meisten doch etwas im Portemonnaie hängen. Und das ist ja schon mal sehr erfreulich, auch für unsere Rentnerinnen und Rentner. Der Reallohn ist um 3,8% höher als im Vorjahresquartal. Das heißt also 6,4% abzüglich der Inflation ergibt dann 3,8%. Finde ich eigentlich so gar nicht so schlecht. Also meine Damen und Herren, warten wir einfach ab im März nächsten Jahres 2025, was dann zum Thema Rentenerhöhung und neue Rentenwerte zum 1.7.24 gesagt wird. Ich kann Ihnen aber jetzt schon eins sagen. Eine Berufsgruppe wird sich sicherlich sehr, sehr freuen über den Nominallohnanstieg im Jahr 2024. Aktuell 6,4%. Wenn das so weiter ginge, bei 6% werden die Bundestagsabgeordneten zum 1.7.2025 dann auch wieder 6% mehr Diäten bekommen. Das wäre natürlich ein Hammer, ein Schlag in das Gesicht. Aber ich hatte es ja auch schon in anderen Videos dazu gesagt, dass ich das schlicht und ergreifend für einen Skandal halte, dass Bundestagsabgeordnete so viel mehr Geld bekommen. Aktuell sind es ja fast 700 € mehr als. Also zum 1.7.2024 erhalten ja die Bundestagsabgeordneten rund 11.200 € Diäten und bis zum 30.06. sind das ungefähr 10.500 €, 10.590, also so knapp 700 € mehr Diäten. Das ist ein Hammer. Stellen Sie sich das mal vor, das würde nächstes Jahr wieder so passieren. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.